jetzt sind wir hier am Stand von German Sport Guns. Ja, da werden wir uns jetzt dann auch nochmal genauer das ein oder andere neue Produkt vorstellen lassen. Aber man sieht schon, wir haben hier einen wirklich sehr schönen, großen Stand. Ja, da zeige ich euch dann nochmal genauer ein paar Bilder von den schönen Gewehrchen zum Beispiel oder hiervon. Können wir uns dann alles noch genauer anschauen. Das ist auf alle Fälle doch ein recht großer Stand. Ja, mal schauen, was es neu ist. Hier bei GSG, der Dominik von GSG, der wird uns mal die neue SICK Sauer P226X5 vorstellen. Herr Dominik, leg los! Also hier haben wir die neue SICK Sauer P226X5, hatten wir bis dato in Schwarz, haben wir jetzt auch in Stainless mit Holzoptikgriff. Bei der Leistung haben wir 1 Joule, ist nach wie vor eine CO2, Magazinfach 26 Schuss, im Laden wird sie zwischen 220 und 240 Euro kosten. Okay. Frage, die Abmaße der Waffe müssten eigentlich identisch zur scharfen sein, geht davon aus. Das heißt, Richtig. Jeder Sammler wird sich freuen, dass er da Holzschalengriffe draufknallen kann. Korrekt. Wunderbar. Können wir auch gerne nochmal von der anderen Seite zeigen. Okay. Die ist jetzt, wie du auch sagst, mittlerweile schon erhältlich. Ja. Das ist schon mal sehr schön. Dann schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Also sehr schönes Oberflächenfinish. Also ein Träumchen für SICK Sauer Sammler auf jeden Fall. Sehr schön. Ansonsten wissen wir ja alles. Oder müssen wir noch was drüber wissen, Dominik? Eigentlich nichts mehr, oder? Technisch haben wir keinen Unterschied zu der schwarzen. Magst du noch mal drehen? Natürlich. Genau, sieht man auch hier schön die eingelassenen SICK Sauer Schriftzüge, natürlich alles schön Lizenzen. Von wem haben wir die? Ich glaube CyberGun, oder? Ja. Lizenzen da CyberGun. Also wirklich sehr schön für Sammler. König, was haben wir da jetzt Feines? Da haben wir jetzt die FNS 9 Lizenzversion, wie bei der X5 auch. Kommt ebenfalls von CyberGun. Ist eine Gas-Blowback-Waffe mit 0,8 Joule, 22 Schussmagazin. Wird kosten um die 225 Euro. Ist ziemlich gefragt. Die Sammler freuen sich drauf. Dürfte auch relativ schnell wieder verfügbar sein. Ja, schönes Ding. Einmal drehen bitte. Schöne Waffe. Ja, das ist die erste gut verarbeitet. Ne? Ja. Hier haben wir einmal die GSG Mod P15 PCP Gewehr mit einem 11 Schuss Magazin. Sehr schön. 250 Bar Fülldruck für 599 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Magazin setzt ihr hier ein, ja. Spannst wieder zu, schießen. Das Ganze 11 Mal. Genau. Sehr schön. Hier vorne habt ihr dann den Füllstutzen. Ja, okay. Der ist schön unauffällig hinter dem federgelagerten Teil hier verbracht. Ja. Und hier hat das Manometer. Und man muss halt ganz klar sagen, das Besondere daran ist das Bullpup-Design. Richtig. Und der funktionale Schalldämpfer. Wir liegen bei 599, hast du gesagt, ne? Korrekt. Mhm. Sehr schönes Gerät.
Und die maximal 170 Meter die Sekunde, ne? Richtig. Schönes Ding. Was haben wir hier noch? Hier haben wir dann einmal die CR600B. Wird ausgeliefert mit der Einzellader-Lademulde. Kann man dann einfach rausnehmen, durch ein neunschüssiges Magazin ersetzen. Ladevorgang ist, denke ich, klar. Das Schöne an der Geschichte ist, das ist keine PCP-Waffe, das ist eine CO2-Waffe. Da gehört Leute, CO2-Waffe. Mehrschüssig. Die ist für neunschüssig. Und wir müssen natürlich auch noch mehr vorheben, wir haben hier einen Kampfpreis von, ich glaube, 229 Euro. Da kommen wir jetzt. Eine Kapsel, zwei, was kommt rein? Wahlweise. Man kann zwei Kapseln reinschmeißen, du hast aber auch einen Adapter für eine. Ja. Wo liegen wir da von der Energie her? Energie, müsste ich lügen, maximal 170 Meter. Ja. Klar ist CO2, baut relativ schnell ab. Jawohl. Aber der Preis ist halt mit 2,29 dann doch schon ziemlich weit. Die Verarbeitung sieht auch echt gut aus. Einmal kurz hier lang fahren. Ich muss auch sagen, wir sehen hier drüber, ich glaube nochmal dasselbe Gewehr, aber mit Pressluft dann, oder? Korrekt. Genau. Vielleicht gucken wir das nochmal an. Genau. Aber im Prinzip dasselbe in grün, nur dass wir hier kein CO2-System haben, sondern hier vorne auch den Ladestutzen. PCP, Manometer ist an der Unterseite angebracht. Okay. Wir haben einen Fülldruck von 200 Bar, glaube ich. Ja. Bin ich mir gerade nicht sicher. Und ja, das System an sich ist das gleiche. Ne? Lademulde raus, Magazin rein, fertig. Ansonsten auch der gleiche Schaft, ne? Genau. Und optisch absolut identisch die Waffe, nur dass wir hier eben einen PCP-Tank drin haben und in der Variante unten einen CO2-Tank. Und der Preis ist auch identisch. Genau. 229 Euro, ne? Ja, das ist ja mal was ganz Schönes. Ja. Wunderbar, so, danke. Hier haben wir dann nochmal die CP1M. Da hinten wird es gerade laut. Auch ein CO2-System. Ebenfalls wieder mit einer Lademulde, die man durch ein Magazin ersetzen kann. Hier kriegst du eine Kapsel rein. Kannst auch gerne reingucken. Schau mal, da geht einer mit mir, drängel sich mal vor. So. Drängel dich mal wieder weg. Okay. Maximale Energie haben wir 120 Meter. Und der Preis ist bei 119 Euro angesiedelt. Das ist eine Ansage. Sehr vernünftig, super. Ja. Mikrometervisierung haben wir drauf. Matchgriffstück. Ja, das ist schon. Und der Holzschaft ist jetzt hier schön dunkel gehalten. Genau, der war ursprünglich heller. Genau. Kommt jetzt aber immer durch. Das ist so optisch echt schick. Super. Da haben wir dann nochmal die GSG M11. Ebenfalls ein PCP-Gewehr. 250 Bar Fülldruck, auch 170 Meter die Sekunde, wird direkt mit Magazin ausgeliefert, okay. Liegt preislich bei einer UVP von 3,99. Ja, nicht schlecht. Guter Preis für das Teil. Absolut guter Preis, ja. Hier oben dann auch nochmal der Zugang für den Füllstutzen, ja. Der wird natürlich auch mitgeliefert. So, als kleines Special haben wir dann im Prinzip die 1911er Reihe von Diana. Die werden mit den gleichen Griffschalen ausgeliefert wie unsere 22er. Sind aus Holz, oder? Korrekt. Die sind aus Holz. In dem Fall ist die aus Holz. 4,5 mm BB. Leistung liegt um die 1,7 Joule, kostet nachher im Laden um die 180 Euro. Schönes Stück. Können wir gerne nochmal umdrehen. Gerne, ja. Wird auch so in dem News Club ausgeliefert. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir denn da noch hängen? So, dann haben wir einmal die 1911 Target. Kommt mit den Target Griffschalen. Rail und Red Dot haben wir jetzt bloß drauf gemacht, um zu zeigen, was damit möglich ist. Okay. Müsste man dann separat erwerben, aber die Griffschalen kommen so wie sie sind, sind noch preislich nach bei 169 Euro. Mhm. Leistung ist 1,1 Joule,
auch mit 4,5 mm Stahlbewegs. Okay, wie sieht es hier von der anderen Seite aus? Ja, also mit den Griffen, das ist schon genial, muss man sagen. Sieht sehr gut aus und liegt auch sehr gut in der Hand. Ne? Auf jeden Fall. Wunderbar. Die ist schön. Dann haben wir noch eine dritte Desert. Das wäre dann im Prinzip auch nochmal eine 1911 Desert. Auch Rail-System unten. Griffstrahlen. Ebenfalls 4,5 mm. Mhm. Liegen wir bei 1,1 Joule. Preis wird um die 190 Euro sein. Okay. Weißt du was zur Verfügbarkeit der drei Modelle? Leider nein. Okay, gut, ist jetzt nicht so tragisch.